Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Trials Rising mit Lutz und Pieper und wir ohne Pada mal wieder. So, und jetzt diesmal läuft doch alles. In Wirklichkeit, ja. Arnold hat eigentlich alles aufgenommen. Wir haben gerade eine Runde gespielt und ich war Erster und Arnold so, alles klar. Jetzt muss neu gestartet werden. Genau so. Ich bin extrem philosophisch geworden. Was macht Arnold? Nee, will ich nicht. Wir spielen die neuen Strecken aus dem DLC. Die zwei haben das DLC leider nicht und können leider nicht die Bikes auswählen. Ah, das macht absolut nichts. Wir spielen sie trotzdem, damit die Jungs jetzt auch mal selber gefahren sind. Es wird immer noch nicht angezählt. Ich habe echt diesen Bug, dass bei mir nicht die Runde angezählt wird. Ja, bei dir, ey. Ja, ist so. Das gibt's doch nicht. Ich bin genauso geflogen wie gerade eben auch. Das ist cool. Jetzt bin ich schon mal warm gefahren auf dieser Strecke. Mich hat's aber jetzt auch wieder gelegt. Pieper, du hast gesagt, das ist das Format für Kultivierte. Ja, sicher. Deswegen, wir müssen ja auch mal gucken, dass wir hier ein bisschen was zur Sprache bringen, was vielleicht den intellektuellen Geist des Zuschauers ein bisschen anfordert. Ey. Was denn? Scheiße. Ey, ich muss nochmal neu machen, ey. Ich bin letzter, Mann. Ach, 350, Mann. Jetzt bin ich mal Erster hier. Dann willst du neu machen. Du kannst mich mal richten. Komm, Lutz, überhol dich. Pieper, mach ihn fertig. Ja, ich bin dabei. Und Erster! Wow! Dass wir die Runde jetzt los? Aufnehmen. Hast du Hand oder was? Naja, egal, Arnold ist Letzter. Leute, das müsst ihr euch jetzt wirklich im Kalender anstreichen, wann auch immer die Folge jetzt merkt euch ist. Das ist das einzige Mal. Ich habe gewonnen, diese Pieper? Strecke. Das erste Mal. Vielleicht nicht das erste, aber vielleicht das letzte Mal. Ja. Pieper, hast du die letzte Folge von Arnold gesehen, wo Arnold gesagt hat, das Bike hier ist für Pieper? Nee. Dieses Turtle Bike, das ist richtig. Damit kannst das du dich nicht maulen, weil das, so ein, das hat so einen Ring oben drüber, quasi so ein Gerüst. Ich nehm's mal kurz. Und er so, das ist für Pieper und nicht so, Pieper, du triggerst den 3-2-1, Junge. Hey, das ist doch wahr, Mann. Da maul ich dich wenigstens nicht mehr. Ich geh gleich auf die Folge und mach ein Big Dislike, ne? Der holt sich die Bots rein, Junge. Nein, mal, bitte! Das Bike hier. Nicht die Bots! Ah, ich spiel das schönste Ding. Man sieht nur diesen. Das ist mega gut, Mann. Das ist total dumm. Das ist so ein Noob-Bike oder was? Ja, keine Ahnung. Aber das ist halt für so Special Events und so. Arnold, ich glaube übrigens, dieses eine goldene Ding, da ist so ein Eichhörnchen. Glaubst du, das soll hier. Hui! Eichhörnchen in der Hose! Eichhörnchen in der Hose! Das war doch hier auf dieser Map, oder nicht? Ja, das war hier auf der Map. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man dann die Map beendet direkt. Nein, Alter, der hat mir das Der eine war ja mega schnell fertig. Arsch. Oh, schade. Affe. Arnold, wir können ja auch mal über, ich sag mal, informative Dinge sprechen. Ja, was denn? Podcast. Was? Wann? Ja, macht euch bereit, ey. Wann wollen wir? Ja, sag jetzt mal was, Junge, das muss ich auch mal ein bisschen überlegen. Du kommst da gar nicht erst rein. Ah, du hast hier letztens was gecallt, ja? Ein bisschen, ja, ich habe gesagt. Hier war's eigentlich, dieses Scheißding. Ist es nicht da, Lutz, Mann, ey. Keine Ahnung, wann sollen wir? Also nächste Woche ist halt die Beta von COD. Morgen kommt. Ja, davor hätte ich das noch gesagt, vor der Beta, weil nach der Beta ist schwierig bei mir. Weil ich bin nämlich noch bis Dienstag zu Hause. Und morgen muss ich nochmal arbeiten und Samstag. Und danach hätte ich eigentlich Zeit. Bis einschließlich Dienstag halt. Und Mittwoch fahre ich dann zu meiner Freundin. Und Donnerstag können wir den Dingens dann machen. Und den Stream. Genau. Ja, die Beta. Ja. Dann bin ich halt auch quasi fast schon eine Woche weg. Jawohl. Ja, genau. Montag sieht eigentlich ganz cool aus. Muss ich ehrlich mal wieder sagen, das ist wieder so ein COD, worauf ich eigentlich Bock habe, aber ich werde es mir trotzdem nicht holen. Ey, ich bin da Montag sowas oder so? Oder wir warten noch ein bisschen, bis du wieder zu Hause bist. Können wir theoretisch auch machen. Ich meine, so gesehen wartet ja keiner drauf, ne? Aber. Ja. Wie du Bock hast. Vielleicht lieber so, dass du dann zu Hause bist, dann machen wir das Ganze in Ruhe, machen wir uns einen Freitagabend oder so. Ey, können wir auch machen, wie du willst. Mir ist egal. Setzen wir uns hin. Oh, fuck. Ich hab den Montag Ruhe, ich hab Dienstag Ruhe, ich hab Sonntag Ruhe. Wie es dir am besten passt. Also ich Montag kommt Paras Mama. Hat er nicht gesagt. Hoch, ab ins Wasser. Fuck, ey. Das Alpaka-Bike, das ist halt echt nicht für Sprünge gemacht, ey.
Ich habe halt nur in der zweiten Oktoberwoche wieder Uni. Da bin ich dann ein bisschen reservierter. Ja, ich hab auch Vorlesung wieder, also so ist nicht. Deswegen. Aber halt abends haben wir ja Zeit. Ja, natürlich. Ich muss halt nur gucken, weil ich dann wahrscheinlich wieder Donnerstag, Freitag, Samstag immer arbeiten muss. Weil ich dann die ersten drei Tage mit Uni... Ja, das passt. Am Wochenende würde ich es auch eher ungern machen. Ja, weil du sagtest, Freitagabend ist ja ein Wochenende. Ja, aber ich meine so Samstag, Sonntag. Das ist nicht mehr Wochenende. Das ist Ende der Woche. Alter, bist du jetzt Stress oder so? Junge, Alter. Stress immer, den ganzen Tag. Nein. Oh shit, Sprung nicht geschafft. Zu langsam hier. Ja, wie gesagt, wenn es dir passt, passt es dir. Dann passt es mir sehr wahrscheinlich auch. Wenn es dir passt, dann passt es dir. Ja, wenn nicht, dann passt es nicht. An Unitagen ist halt nur ein bisschen schwieriger, weil ich da sehr wahrscheinlich bei meiner Freundin bin. Wir schreiben. Ich bin Zweiter, Alter. Jawohl. Anna, was los? Ich bin total verdreckt. Guck mich mal an. Du Schmutziger, du. Dreckiger Typ, Mann. Dreckiger Dan. Dreckiger. Der dreckige Dan. Wer ist hier Spitzkopf Larry, Junge? Oh yeah. Alter, ich habe mehr Punkte als Arnold. Junge. Junge, was ist los mit dir? Das wird jetzt an, oder was? Ah, ich hab ja, aus. Richtig an. Ich bin halt mit den neuen Bikes, mal, die sind halt nicht so geil wie die Roach und so. Ja. Wenn der Bauer Turtle eigentlich kann, ne? Obwohl, die Turtle ist eigentlich die die Rhino, nur mit dem Käfig halt. Jetzt zieh ich den Arnold einmal ab, ne, und dann sucht er Ausreden, und zwar die billigste, die er immer findet in seiner Zeit. Ja, weißt du, ich nehme auch auf, und deswegen ist mein Spiel ein bisschen langsamer und laggt so. Ah, weißt du, ist scheiße. Ja, da hat er dann extra die Aufnahme neu gestartet, weil er nicht direkt Erster war, jetzt ist er sogar Letzter. Jetzt müsste er sie gleich komischerweise nochmal neu starten, weil irgendwie die Cam nicht passt oder so. Ja, genau. Ah, das Mikro nimmt nicht richtig auf. Oh, ah, shit. Was mach ich denn da? Pieper, fuck. Oh, was ist da los? Ich muss mal neu aufnehmen. Ja, scheiße. Dann schnibbelst du das so gut, dass die ersten drei Strecken dann drin bleiben, ne? Aber ich glaube, die Strecke wird nicht so meine, ey. Diese komische Fallrampe da, die hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Bisschen getriggert. Ich sag's dir. Boah, ich hasse solche Balken. Viel zu weit. Ah, oh, cool, ich cool, das geht fit. Oh, Alpaka, größtes Ding, ey. Sehr gut. So einen dicken Cock. Oh, Lutz, ey, du musst immer das Niveau wieder. Das Niveau runter, ey. Er macht's wieder kaputt. Dann nimmst du einmal mit so 12-Jährigen auf, ey, zack, ist wieder aus. Ja, Mann, instant. Instant-Nudels, sagst du? Ihr habt ja gesehen, Resident Evil hat ein neues Spiel angekündigt. Ja. Also halt Capcom. Aber ich muss sagen, die haben ja schon mal mit Operation Raccoon City sowas gemacht. Weiß ich nicht. Echt? Ja, aber die haben Operation Raccoon City war aber nicht asymmetrisch. Nein, so meine ich nicht. Ich meine jetzt halt so Team-Shooter-mäßig. Irgendwie ja, sowas. Gut, aber das ist jetzt etwas anders. Ja, das ist ja so ein bisschen Left 4 Dead-Style, habe ich gesehen, ne? Ja, Left 4 Dead, Dead by Daylight-mäßig ist es jetzt eher. Das ist jetzt wieder so ein, das ist so ein 4-Spieler, 4-gegen-1-Spieler-Modus. 4 Überlebende und ein Mastermind. Die Überlebende müssen natürlich das war auch ein Player. Entkommen, genau. Und der andere Spieler spielt den Mastermind, wo er halt so Monster platzieren kann, Fallen platzieren kann. Ah. Und auch selber, ich weiß nicht, ob in alle Kreaturen, aber er kann in Zombies und in den Tyrant kann er reingehen. Und diese kontrollieren und steuern. Okay, das klingt jetzt gar nicht mal so uninteressant. Also, ist gar nicht so verkehrt. Ich sag's dir, das ist... Ich bin mal gespannt. Das ist ein cooles, also ist an sich ein cooles Konzept, wie bei Dead by Daylight. Wenn es jetzt auch abwechslungsreich ist und spaßig ist, dann könnte es was werden für uns. Dass ich wieder einen falschen Riecher habe und mir denke so, das Spiel ist nichts für mich. Und dann geht das wieder bei Twitch richtig ab, ne? Und dann die Spiele, wo ich mir denke, die gehen bei Twitch richtig ab, die gucken keine Sau. Ich hab da echt keinen Riecher für, ohne Scheiß. Man sollte dich auf jeden Fall nicht fragen, was das angeht, Mann. Alter! Also, so Trendsetter werde ich, was das angeht, echt nicht mehr. Ich muss jetzt kein Trendsetter werden, um Gottes Willen, aber. Es wäre mal nicht. Auch oben lang fahren können, das wäre besser gewesen. So eine Ahnung zu haben, was jetzt gut sein könnte und dann auch mal ein, zweimal so ein gutes Gespür dafür zu haben, das wäre nicht schlecht. Einfach spielen, also so viel mitnehmen, wie du kannst, eigentlich. Ja, kostet ja auch nichts, ne? Ganze jetzt Spiele, ist das Problem, gell? Ich hab mir die nicht alle sponsern lassen. Oh, Piper, warum denn nicht? Ja, als ich gehe oder was? Stell dich doch nicht so an jetzt hier. Ich sitze. Was? Setz dich doch nicht so an. Ja, sitz ja. Ist aber ganz schön ansässig hier. Wer hat mich da gerade überholt? Arnold, du Dreck. Schön auf den letzten Meter!
Jawoll! Jetzt hab ich den Lutz wenigstens noch. Den Lutz hat nackig Bälle gemacht, ey. Ja, guck mal, die Bälle deiner Mutter. Natürlich, musste nein, ey, kommen. Ich will das Format hier nicht wieder im Grund und Boden schmutzig machen. Nein. Natürlich. Wieso habe ich jetzt die wenigsten Punkte? Wahrscheinlich, weil ich gerade letzter war, ne? Drecke davor. Ah, so ein Scheiß, ey. Arnold, ich glaube, deine Aufnahme funktioniert nicht richtig. Ich starte nochmal neu. Natürlich. Starte nochmal neu, Junge. Junge! Ah, ich hätte die Turtle nehmen sollen. Egal. Bei der nächsten Map. Ich habe einfach beim Studium standardmäßig mittwochs frei. Habe ich das schon mal erwähnt? Lutz, halt die Fresse. Weiß ich nicht. Ja, halt die Fresse. Ich habe mich auch gleich zu der Beta angemeldet von dem Spiel. Ich habe standardmäßig eine 6-Tage-Woche. Wenn Uni wieder losgeht. Von Resident Evil jetzt die Beta, oder was? Ja, genau. Leider nur irgendwie für die PlayStation 4. Okay. Also hey, die Beta. Nee, die Beta kannst du anmelden für Xbox und PlayStation 4. Achso. Ich hoffe, dass sie das Spiel auch für den PC rausbringen. Ich habe keinen Bock, nämlich das Ganze auf der PS4 zu spielen. Oh mein Gott. Oh, nicht geschafft, ja, richtig dumm. Oh. Ja, bei Modern Warfare kommt ja auch die Beta zuerst für PS4, ne? Ja, das stimmt. Da hab ich mir auch gedacht, hat Sony wieder Alter, mit Activision. Alter, ich kack hier so. Oh, oh nicht das schon wieder. Nein, ach Gott, ey. Ich wollte gerade erst sagen, Arnold, was machst du da? Aber dann habe ich mitgekriegt, so behindert, das kann nur FIFA sein. Ah, das ist dieser Sprung, ey, der ist so ekelhaft mit der Alpaka. Ja, den schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Juh! Nein, komm schon. In den Hexler rein. Ja, Mann, Alter. Er fliegt richtig schön in blutige Einzelteile. Ach, Mann, ey. Nein, Mann! So schön geführt, Mann. Da müsste dieser dumme Sprung kommen. Ja, oh, Gott sei Dank, ey. Puh, geschafft. Ist das eigentlich ein Elektrobike, so oft Junge? Nicht letzter bin, ne? Ja, das ist ein Elektrobike. Ah, deswegen hat das so eine krasse Beschleunigung. Oh, aber auch Scheißhaus. Mhm. Aber du hast halt keinen. Keine kannst nicht so geil hüpfen. Ja. Ah, ich Idiot. Aber es sieht cool aus, ne? Aha. Arnold, du musst in den Häcksler rein, das sieht richtig geil aus. Arnold, rein. Schaff ich das? Boah, Alter. Arnold, was kannst du? In den Häcksler, komm, rein. In den Häcksler, komm, Junge. In den Häcksler, los. Rein. Ja, warte, komm, los, cool. Ja. Ja. Ich hab kein Blut gehabt jetzt, Mann. Tu es, do it. Do it! Komm mal, er kommt nicht so weit! In den Häcksler, so Arnold! Nein, du musst in den Häcksler rein, weißt du? Da ist das Ziel. Da ist die Penny drin. Ah, natürlich! Die Abkürzung, ja. Ja, ja, genau. Die Secret Abkürzung da. Ich frage mich halt immer, warum die Spike drin dann überhaupt spielen lassen, weißt du? Alter. Ja, das ist ja, nee, das schaffst du schon. Strecken. Ich hab's jetzt nur grad dumm gemacht. Ich hab das in den anderen Folgen, hab ich's ja geschafft. Achso. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das so für speziellere Strecken ist, oder? S und M2. Nee, geht da wer von euch rein in S und M2? SMN. Was? Metallica. Ach so. Nein, ganz bestimmt nicht, ey. Nee. Also an sich ist schon cool, aber. Nee. Hab ich schon nee gesagt? Nee. Komm. Nee. Oh. Achtung, wir müssen jetzt hier abspringen, also unten. Ach, verdammt. Ach, leck mich doch am Arsch. Nee, Pieper, mach ich nicht. Warum nicht? Ah, aber schade. Frisch geduscht, der ist ein bisschen zu haarig. Ey, woher weißt du denn? Die legendärsten Arschhaare. Wenn du mir schon mal angeboten hast und da wusste ich es noch nicht. Was? Und Arnold so, ja, okay, lass machen. Ja. Und dann so, Ja, da hab ich gesagt, ja, okay, aber dann so, ey, Moment, das hast du mir noch nicht gesagt. Moment. So war das nicht abgemacht. Leute fragen sich ja auch, woher Arnold seinen dichten Bartwuchs hat. Ist so hängen geblieben alles. Oh Gott. Was, man sollte halt vorher nicht Kleber ans Gesicht schmieren. Das hat ein bisschen wehgetan, Pieper, oder? Ja, es geht. Jetzt habe ich nur so ein komisches Muster am Arsch. Das sieht witzig aus, aber. Boah, was ist das denn für ein Jump, Alter? Oh, komm. Ja, schön, guck mal. Wie sagt man, wenn man was bekommt? GG easy. GG. Geht gut, Alter. Hui! Ab in den Pool. Und die Leute lachen über mich zurück. Nee, wo ich ist ja nichts Neues. Boah, Alter. Jetzt aber. Wir können Lutz nicht mehr einholen, gell? Ja, Arnold, ich will auch dich einholen. Aber es geht ja auch nicht mehr. Es ist die letzte Strecke jetzt, ne? Ah, fuck. Ja, jetzt ist letzte Strecke, Mann. Mann, Gott sei Dank hab ich hier nicht das scheiß Bike genommen. Müsste jetzt Erster werden und du Letzter das bewegst du Gleichstand haben, ne?
Weiß dann, ich nicht. Dann krieg ich nämlich 4 Punkte. Ah, ne, da kriegst du ja auch Punkte trotz allem. Ne, ich glaube, dann bleibe ich Letzter. Aber ey, so dicht mit den Punkten war ich natürlich nie an euch dran. Natürlich schaff ich's nicht. Das muss man mal dazu sagen. Natürlich schaff ich's nicht, diesen Sprung. Ja, ist ja okay. Ich bin einfach zu dick geworden, Lutz. Ja, genau. Ja, ich bin einfach dick geworden. Ja. Muss man mal so. Weißt du, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich hab hier. Ansage von Lutz. Ich hab mich gestern seit Ewigkeit mal wieder auf die Waage gestellt und hab mir so gedacht, bist eh richtig fett geworden. Ja, die Waage ist nicht kaputt, aber irgendwie wiege ich noch genauso viel wie. Aber ich hab einfach mega viel gefressen. Eigentlich kann das nicht. Die Waage muss halt eigentlich wirklich kaputt sein. Schon wieder nicht geschafft. Ich halte auch mein Idealgewicht von ungefähr 75 Kilo. Ah, ne, ich wiege ein bisschen mehr. Ah! Ja, du bist ja auch ein bisschen größer. Ich hab so, obwohl, warte mal, wie viel wiegst du? 75 um den Dreh. Alter, ich wiege 79. Ja, aber ich bin ja auch muskulös und nicht so ein dicker Lauch wie du, ne? Muskulös. Ey, überleg, was sag ich jetzt? Sag ich lieber gar nichts. Am besten sag ich gar nichts. Das ist auch besser so. Ja, manchmal ist es echt besser so. Manchmal muss man einfach schweigen. Ja. Deine Mutter muss schweigen. Alter, was ist hier wieder los? Wir versuchen wirklich halt das Real Talk zu machen. Er macht halt kaputt. Damit der Kommentar vom vorletzten Mal wenigstens ein bisschen qualitative... Ohne Witz, Mann. Und dann Lutz, Alter, watch me, hold my beer, Alter. Hold my beer, Junge. Was? Qualitativer Content? Nicht mit mir, Mann. Hold my beer. Watch me. Alles klar, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.